Der MediClean Podcast. Max schreibt. Mit Max. Hallo Papa. Hallo Max, ich bin dabei. Ja doch, und das ist Zocke. Ja, du bist auch dabei. Max lernt die anderen Kinder kennen. Hey, Max hat mir geschrieben. Bin gespannt, wie es ihm geht. Er ist ja in einer psychiatrischen Klinik, um an seiner Angststörung zu arbeiten. Mal sehen. Hallo Papa, das war heute ein aufregender Tag. Es ging damit los, dass ich mit den anderen Kindern zum Klettern gegangen bin. Ach ja, ich kenne jetzt schon einige Kinder hier, weil ich ja schon länger da bin. Beim Klettern war ich mit Elias und Jan. Elias ist 12, also ein bisschen älter als ich. Er hatte richtige Panik, als er da im Klettergurt hing. Er hat eine soziale Phobie. Ich habe ihn gefragt, was das ist. Er hat gesagt, dass er Angst vor bestimmten Situationen hat. Er fürchtet, dass andere ihn merkwürdig, peinlich oder lächerlich finden. Er wird zum Beispiel rot dann. Oder er zittert oder schwitzt ganz doll. Für ihn ist es schwer, mit anderen zu reden oder gemeinsam zu essen. Jan ist hier, weil er eine Depression hat. Aber ihm geht es jetzt schon besser. Er hat mir gesagt, dass er immer total K.O. war. Nichts hatte ihm mehr Spaß gemacht. Er fand alles sinnlos, sogar sein ganzes Leben. Jan ist 13. Das Klettern hat ihm gefallen. Und ich fand es auch cool. Ich war zwar ein bisschen unsicher, aber dann hat es doch ganz gut geklappt. Wir machen hier immer wieder Sachen, die mir echt gut gefallen. Zum Beispiel fand ich auch die Gartenarbeit prima. Wir haben Blumen gepflanzt. Dafür haben wir erstmal Löcher buddeln müssen. Und dann haben wir die Blumen aus ihren Töpfen geholt und ins Beet getan. Danach haben wir die Blumen gegossen. Die sind ja schließlich durstig. Bei der Gartenarbeit habe ich mich immer wieder gefragt, ob ich das so richtig mache. Ich habe das ja noch nie gemacht. Ja, da hast du recht, Max. Es wird mal Zeit, wenn du wieder zu Hause bist. Und unsere Therapeuten haben uns auch alles gezeigt. Bei der Gartenarbeit waren auch zwei Mädchen dabei. Lisa und Amelie. Lisa ist jünger als ich. Die ist erst 8. Lisa sagt, sie hat eine Zwangsstörung. Ich wusste erst gar nicht, was das ist, aber dann habe ich es auch beobachten können. Lisa muss ein und dasselbe immer wieder machen. Zum Beispiel hat sie bei der Gartenarbeit immer und immer wieder die Erde glatt gestrichen. Mit Lisa bin ich auch in der Gruppentherapie. Und da hat sie erzählt, dass sie zum Beispiel immer wieder guckt, ob sie die Türe zugemacht hat. Oder ob das Fenster wirklich zu ist. Sie hat immer Angst, dass etwas Schlimmes passiert, wenn sie es nicht tut. Amelie ist 12. Sie hat wie Elias eine soziale Phobie und sie hatte deswegen bei der Gartenarbeit immer wieder Sorge, dass andere sie beobachten. Was ich echt schön finde, Papa, die anderen Kinder hier haben es auch alle echt nicht leicht. Ich bin nicht alleine mit meiner Angst und es hilft mir, mit ihnen was zu unternehmen. Das ist schön, Max. Bald steht hier auch ein Ausflug an. Ich freue mich schon drauf. Wir machen eine Wanderung, hat mein Therapeut gesagt. Ist das eigentlich nur zum Spaß haben oder ist das auch Therapie, Papa? Und was meinst du, können wir hier vielleicht auch mal ins Kino gehen? Tja, ist ein Ausflug eine Therapie? Das frage ich am besten Arne Schmidt. Der ist ja Arzt in der Klinik und mit ihm habe ich ja schon öfter telefoniert. Ich rufe ihn einfach mal an. So. Hallo, hier ist Dr. Schmidt. Hallo, Herr Dr. Schmidt, hier ist wieder der Papa von Max. Guten Tag. Ich habe wieder einen Brief von Max bekommen. Der macht ja bald einen Ausflug mit den anderen Kindern. Das stimmt. Und jetzt hat er wieder ein paar Fragen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, selbstverständlich, klar. Der Max möchte gerne wissen, wozu diese Ausflüge da sind. Ist das auch Therapie oder einfach nur Spaß? Das ist auch Therapie und es geht natürlich auch um den Spaß. Es ist ja so, dass seine psychische Erkrankung mit unglaublich viel Stress verbunden ist. Und wenn ein Kind so viel Stress hat, dann schlägt das aufs Gemüt. Das geht eigentlich jedem Menschen nicht gut, wenn man so viel Stress hat. Und deswegen ist der Bereich der Entspannung aus unserer Sicht eben mindestens genauso wertvoll wie die anderen Dinge, die die Kinder schaffen müssen, wo sie sich anstrengen müssen. Und der Max fragt, diesmal machen wir ja eine Wanderung. Wäre es nicht auch möglich, mal ins Kino zu gehen? Wie ist es denn damit? Ja, selbstverständlich. Auch das Kino ist natürlich etwas, wo er sich zum einen überwinden muss, seine Ängste überwinden muss, denn er ist in der Öffentlichkeit. Das ist mitunter für manche Kinder ganz schön anstrengend, auch was Neues. Und zum anderen ist natürlich auch ganz toll, wenn er mit einer Gruppe von gleichaltrigen Kindern was gemeinsam erlebt. Und diese gemeinsamen
Erlebnisse, die wirken, die speichern sich ab. Und später kann er sich vielleicht gar nicht mehr so groß an seine Klinikzeit erinnern. Aber an manche Erlebnisse, wie zum Beispiel die Wanderung, das Grillen oder eben zum Beispiel das Kino, daran kann er sich gut erinnern. Herr Dr. Schmidt, vielen, vielen lieben Dank. Ich finde es toll, dass Sie mir immer wieder alles erklären. Jetzt kann ich Max wieder gleich auf seinen Brief antworten. Vielen Dank. Bitteschön, gerne. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. So, mal weiterlesen. Wo war ich? Ach hier. Papa, passt ihr zu Hause auch gut auf Socke auf? Ja, es geht um dich, Socke. Wir gehen gleich. Vergiss nicht, dass er auch ab und zu einen Knochen braucht. Ist gut für die Zähne. Und lass ihn nicht so oft alleine, das mag er nicht. Nein, mache ich nicht, Max. Ich muss jetzt gleich zum Abendessen. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Ich auch, Max. Ich freue mich ja immer, wenn Max mir schreibt. Ich glaube, er hat sich in der Klinik schon ganz gut eingelebt. Das ist ja wichtig, damit es ihm bald wieder besser geht. Ich werde ihm jetzt gleich antworten. Zettel und Stift habe ich schon hier. Und ich bin ganz gespannt, was Max das nächste Mal berichtet. Euch gefällt unser Podcast? Dann seid dabei in der nächsten Folge von Max schreibt. Jede Woche gibt's eine neue Episode und wenn ihr unseren Podcast abonniert, dann werdet ihr auf eurem Smartphone informiert, sobald eine neue Folge da ist. Für heute sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.